Das Wasserkraftwerk Rotgülten in Hintermur im Lungau ist in die Jahre gekommen. Es wurde in der Nachkriegszeit um 1956 erbaut und ist seither in Betrieb. Damit die Kraft des Wassers aus dem Plölitzenspeicher noch besser genutzt werden kann, wird das Kraftwerk derzeit neu gebaut. Aktuell entsteht das neue Krafthaus etwa 2 Kilometer vom alten Kraftwerk entfernt, direkt an der Stauwurzel des Ölschützenspeichers. Dadurch kann ein noch größerer Höhenunterschied für die Turbinen zur Stromgewinnung genutzt werden. Die Wasserrohre mit über 1 Meter Durchmesser werden dafür direkt unterhalb der Straße verlegt. Sie treiben künftig das Wasser in die neuen Turbinen. So wird auch die Straße vollständig erneuert. Beim Bau wird auf die Umwelt Rücksicht genommen. An den errichteten Froschzäunen werden zum Beispiel täglich Frösche und andere Tiere eingesammelt und zu ihren Laichplätzen auf der anderen Seite der Baustelle getragen. Das neue Wasserkraftwerk Rotgülten im Lungau wird schon in wenigen Monaten in Betrieb gehen und die Region mit 4 Gigawattstunden mehr sauberem Strom versorgen.